So, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend an euch, die ihr hier im kleinen Saal schon seid oder in den nächsten Augenblicken hier noch so ein wenig eintrudelt. Und einen wunderschönen guten Abend natürlich auch an die, die auch an diesem Abend mit uns über den Livestream verbunden sind. Wir begrüßen die ganz besonders und müssen natürlich ganz kurz erklären, warum wir jetzt erst auf Sendung sind. Denn normalerweise startet ja unser Lahö-Kanal um 19.30 Uhr. Aber während der Pfingstferien hier in Baden-Württemberg ist es ein bisschen anders. Wir haben viele Familien mit vielen Kindern und da ist 19.30 Uhr ein bisschen zu sportlich zum Start. Und deswegen haben wir die meisten unserer Abendveranstaltungen auf 20 Uhr gelegt. Also alle, die im Livestream hängen, müssen ein bisschen gucken, wann wir in den nächsten 14 Tagen anfangen. Meistens erst 20 Uhr. Ein Plan auf der entsprechenden Homepage kann man das ja einsehen. In dem Sinn, ein herzliches Willkommen an beide Gruppen. Und wir beginnen mit einem ersten Lied. Ich dachte heute, das ist so wunderschön, traumhaft schön draußen. Wir beginnen mit einem Schöpfungslied und singen, Herr, ich sehe deine Welt. Und dann im Refrain, darum bete ich dich an. Es ist eine Leinwand projiziert und ihr findet es auch in eurem grünen Liederbuch. Aber wir wollen gemeinsam mit diesem Schöpfungslobpreislied beginnen.
Zwei, drei Sätze zu unserem Programm. Wir haben ja in diesen Tag miteinander vor, also Texte aus dem ersten Buch Mose zu lesen. Und es bot sich an, mit unseren zwei Pfingstfamilienfreizeiten auch dieses erste Buch Mose schön ordentlich aufzuteilen in die ersten 11 Kapitel und in die Kapitel 12 bis 50. Warum genau so? Darauf kommen wir gleich noch. Aber in den ersten 11 Kapiteln wollen wir also miteinander Texte lesen in kommenden Tagen. Das sind dann die Bibelarbeiten morgens 10 Uhr, abends 20 Uhr, wie sie in eurem Programm aufgeschrieben sind. Am Anfang wollen wir immer gemeinsam singen, jeweils um 10 Uhr und um 20 Uhr. Und wir haben es dann so, dass natürlich ihr mit euren Kleinkindern, die noch nicht im Kinderprogramm sind, überall im Haus mithören könnt. Hier unmittelbar vor dem kleinen Saal besteht die Möglichkeit, auf euren Zimmern, drüben im Foyer, da haben wir es richtig gut. Dann heißt, man kann die Bibelarbeiten mitverfolgen und doch haben wir dann hier in unserem kleinen Saal auch eine Konzentration für uns im Zuhören und im Auslegen der Worte unseres Gottes. Die Tür, die jetzt noch offen ist, die wird auch nachher wieder zu sein. Hintergrund ist ganz einfach, hier drin ist ein Lüftungssystem. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn wir noch das ganze Haus mit daran anschließen. Also seid nicht überrascht, wenn wir immer ein bisschen drauf achten, dass diese Tür da geschlossen ist. Das heißt nicht, dass wir eine geschlossene Gesellschaft sind, sondern das System entsprechend also auch funktioniert. Vormittags nehmen wir uns dann immer auch ein bisschen Zeit, ein bisschen hineinzuhören in das Programm unserer Kinder. Unser Jungschar, unser Teens, Maike wird uns ab und zu mal hier dann besuchen und uns ein bisschen mitberichten von dem, was da so läuft. Und wir haben dann vor allem auch vormittags dann die Möglichkeit, nach den Bibelarbeiten dann miteinander auch ins Gespräch zu kommen. Die erste Pfingstfreizeit hat natürlich immer das Besondere, dass wir so einen schnellen Start Richtung Wochenende haben, dass wir also klar morgen einen noch halbwegs normalen Tag haben, bevor die beiden Festtage kommen, nämlich Pfingstsonntag und Pfingstmontag, wo wir natürlich dann auch unsere Gottesdienste haben. Und die Gottesdienste finden dann auch im großen Saal mit dem kleinen Saal zusammen statt. Da nehmen wir natürlich mit unserer Gruppe dann teil. Und es wird immer so ein bisschen sportlich auch, wenn wir neben dem Kinderprogramm, was wir hier dann haben, auch noch das Kindergottesdienstprogramm unterbringen. Aber wir leben gut miteinander und finden da auch Wege, dann, dass das gut wird. Also Pfingstsonntag, 10 Uhr Gottesdienst, da werde ich die Predigt halten. Und am Pfingstmontag ist dann Norbert Rose mit der Predigt dran. Am Pfingstmontagabend freuen wir uns auf ein Konzert. Wir haben Carola und Eberhard Rink eingeladen, unsere Überschrift Hab vor zu leben. Wer die beiden kennt, weiß, eine Mischung aus christlichem Glauben mit einem guten Schuss Humor, musikalisch gut, Moderation top. Also freut euch auf den Montagabend, wenn wir dann im großen Saal vorne das Konzert mit Carola und Eberhard Rink haben werden. Der Dienstagabend hat seine Besonderheit darin, dass wir ganz kurzfristig Judith Hill hier zu einem Vortrag haben. Sie arbeitet mit an einem Projekt in Kapstadt in Südafrika und berichtet uns von diesem Projekt. Sie ist gerade relativ kurzfristig in Deutschland auf so einer Tournee und wir haben einen Termin gekriegt und haben den genommen. Also Dienstagabend werden wir sie in unserer Mitte begrüßen und einmal hier von unserem Norden ganz in den Süden reisen und ein bisschen Südafrika-Luft auch geistlicher Art mit aufnehmen. Der Mittwochabend gehört der Bibelstunde, wie ich schon gesagt habe, mit Rainer Wörth, der dann die Predigt halten wird. Offenbarung 20 ist dann das Thema, bevor wir dann am Donnerstag ein Grillfest geplant haben, als Abschluss unserer ersten Familienfreizeit und dann einen letzten Abendvortrag haben. So ein paar Sätze mal zu unserem Programm, wie es so vorgesehen ist. In diesen Tagen hat Rainer Wörth für euch auch noch Zeit. Er hält sowohl die Gebetszeiten morgens, als auch hat er dann auch Zeit für den einen anderen, der auch noch mal einen seelsorgerlichen Kontakt haben will. So ist einmal das hier vorgesehen. Und jetzt wünschen wir einfach, dass dieses Programm, so wie es so gedacht ist, seine gute Wirkung bei euch tut. Gemeinsam Bibel lesen, Zeit haben zu singen, Gebet, elementar Orientierung für Gemeinde, das ist richtig gut. Ich wünsche euch und euren Familien ein paar gesegnete Tage hier in unserem Haus. Peter haben wir schon vorgestellt musikalisch. Wir stellen noch Angelika vor, für all die sie nicht kennen, unsere Frau für die Technik. Sie ist für den Stream, für Bild, Ton, Luft, Emotionen, was noch? Lichter.
Licht, einfach für alles zuständig, was ich nicht in der Hand habe. Also alles ist hier, auch alles, was ihr nicht gut findet, sagt alles ihr. Sie kommt damit bestens klar, sie hat da eine große Dehnfuge und trägt das alles mit Würde. Nee, herzlichen Dank, schön, dass ihr da seid. So, wir beginnen, haben ein zweites Lied. Gott, mein Herr, es ist mir ernst, wir singen weiter. Lebendiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus kommen wir zu dir durch den Geist, der in uns wohnt, und ehren dich und beten dich an als den Schöpfer des ganzen Universums und als den, der alles erhält durch alle Zeiten hindurch. Und wir gerade auch in diesen Tagen das so in dieser wunderschönen Kraft erleben dürfen, danken dir für deine Schöpfung, danken dir für alles, was wir sehen, erleben. Danken dir, dass wir in deiner Schöpfung auch heute leben konnten und leben können. Jetzt bist du auch der, der in diesen Tagen uns diese Gemeinschaft schenkt an diesem Ort. Und du bist der, der durch seine Worte bei uns ankommen möchte. Und wir wollen dich ganz herzlich bitten um deinen Segen für diese Pfingstfreizeit. Wir wollen dich bitten für unsere Kinder, dass du ihnen wohltust, dass du ihnen begegnest. Es ist und bleibt unser ganz großes Anliegen, dass du so schnell wie möglich in ihr Leben so klar und deutlich hineintrittst und zu ihnen gehörst, so wie du es auch uns geschenkt hast.
Segne die Mitarbeiter dazu und pass auf unsere Kinder richtig gut auf. Und dann kennst du auch uns, du weißt, wie wir angekommen sind, was uns heute in den letzten Tagen beschäftigt hat, als Einzelpersonen, als Ehepaare. Wir bitten dich, dass du segnend hier bist und dass du uns wohltust durch deine Worte. Wohltust durch die Gemeinschaft, durch Gebet, durch die Zeit, die wir hier haben dürfen. Wir unterstellen uns dir. Du bist unser Herr, du bist unser Gott. Wir beten dich an, wir ehren dich. Wir warten auf dich in deinen Worten. Amen. Ein Lied, in dem es ums Wort Gottes geht, wollen wir noch gemeinsam singen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Dankeschön. Erstes Buch Mose, erste 11 Kapitel. Keine Sorge, wir lesen nicht heute Abend den ganzen Text, sondern wir gehen ins Neue Testament zum Start. Ich möchte euch gerne den Abschnitt lesen aus dem Hebräerbrief, der über unsere ersten 11 Kapitel berichtet. Also, Hebräer 11 berichtet über die ersten 11 Kapitel des ersten Buches Mose. Und diese Verse, das sind die ersten 7 in Hebräer 11, die lesen wir und dann kriegen wir über diese neutestamentliche Perspektive einen Einstieg in das Alte Testament. In Hebräer 11 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen.
Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sähe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Starke Worte aus dem Neuen Testament über das Alte Testament, und zwar genau über die Textpassage, die in dieser Woche uns bestimmen soll. Und mit diesen ersten Versen haben wir natürlich ein ganz wichtiges Gleis gelegt, auch an dieser Stelle, für unsere Auslegungsspur der kommenden Tage. Warum lesen wir miteinander die Bibel? Natürlich lesen wir miteinander die Bibel, weil sie für uns, die Christen, die Offenbarung unseres Gottes ist, das Zeugnis, von dem hier die Rede ist, das die Vorfahren empfangen haben. Wir leben als Menschen, die an Gott, an Jesus Christus glauben. Wir leben von den Worten unseres Gottes. Das ist elementar. Ohne Bibel, ohne Offenbarung, ohne Wort Gottes, keiner, der an Jesus Christus glaubt. Immer wieder neu, sich wichtig, das bewusst zu machen. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, hängt an den Worten der Offenbarung. Ohne die Offenbarung der Worte in der Bibel, kein Glaube an Jesus. So elementar, so einfach, so zentral, so wichtig. Wenn man das schon mal drauf hat, dann weiß man, ich lebe ja von diesen Worten, also werde ich diese Worte in mein Leben hineinnehmen, immer und immer und immer wieder. Denn wenn ich diese Worte nicht habe, kann ich nicht leben. Ich kann weiter existieren, das ist ganz klar, aber ich kann nicht leben, ich kann geistlich nicht leben ohne die Worte unseres Gottes. Sie sind, so heißt bei Jeremia, meine Speise. Auf die Dauer ohne Nahrung ganz schlecht. Ja, das kann ich mal so mittelfristig irgendwie durchhalten, aber geistlich gesehen, ich brauche die Ernährung. Ich brauche diese Speise der Worte Gottes. Sonst wird mein geistlicher innerer Mensch immer schmalspuriger, immer kleiner. Er schrumpft vor sich hin, er kann nicht weiter existieren. Ich lebe von den Worten Gottes. Diese Worte Gottes füllen mein Leben aus. Und deswegen kommen wir täglich zusammen, ihr für euch persönlich, in euren Hauskreisen, in euren Gemeinden, und ihr nehmt immer wieder neu Worte Gottes auf. Von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung haben wir dieses große Spektrum von den Worten unseres Gottes. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir fangen ganz vorne an. Wir schauen uns wieder einmal diese ersten 50 Kapitel und dieser Freizeit die ersten 11 Kapitel miteinander an. Was ist denn der Hintergedanke, wenn wir so ganz vorne anfangen? Wenn man so ganz vorne anfängt, dann, das wissen wir ja aus unserem Bibelwissen heraus, dann kommt man natürlich auf diese Elementartexte. Man kommt quasi im Gebäude auf den Betonboden, man kommt auf den Sockel, man kommt in die Phase, wo die Gleise gelegt werden, also wo die großen Trassenführung für uns erkennbar wird. Und nicht der kleine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Abschnitt, sondern das Große wird sichtbar, wenn man vorne anfängt. Und die Grundprägungen, die Grundbedingungen, das ABC, das Elementare, wird natürlich gerade in diesen ersten Texten für uns sehr, sehr wichtig. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns dessen bewusst werden, wie wichtig das ist, noch einmal das uns zu vergegenwärtigen, von dem wir miteinander ja dachten, das ist natürlich wirklich gesetzt. Und offensichtlich ist es natürlich nicht mehr so einfach gesetzt. Es ist nicht nur im noch nicht glaubenden Bereich nicht mehr so einfach gesetzt, sondern es ist auch
innerhalb des christlichen Universums nicht mehr so einfach alles gesetzt, was so elementar und so einfach zu sein schien. Und deswegen ist es gerade gut, dass wir in unseren Tagen miteinander nochmal von vorne anfangen. Gucken, was ist eigentlich gesetzt? Was ist elementar? Was sind die Grundlagen? Was ist die Trasse? Was ist die Schneise? Was ist der Betonboden? Worauf stehen wir? Also herzlich willkommen im ersten Buch Mose. Das ist der erste Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist natürlich zu sehen, wenn wir das erste Buch Mose lesen, dann gehe ich mal davon aus, dass die meisten von uns ein ganz, ganz grobes Bild in eurem bibelkundlichen Kopf haben, von was wir da sprechen. Wir sprechen ja tatsächlich von 50 Kapiteln. Erste Buch Mose, 50 Kapitel. Und ja, wir kommen gleich noch drauf, in diesem ersten Buch Mose gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Und die zwei verschiedenen Perspektiven sind die ersten 11, die habt ihr jetzt, und die 12 bis 50, den größeren Teil, der kommt in der nächsten Woche. 12 bis 50, das sind die Geschichten und die Berichte von den sogenannten Patriarchen, von den Erzvätern. Da geht es um Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Diese drei bzw. vier Figuren, je nachdem, wie man diese Patriarchenlinie aufdröselt, ob man nur drei oder vier macht, die bestimmen die Kapitel 12 bis 50. Wir kommen nachher noch ganz kurz drauf. Und die ersten 11 Kapitel, die wir miteinander haben, haben ganz grundsätzliche Themen, die wir nun miteinander bedenken können. Wir haben natürlich, klar, damit fängt die Bibel an, den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2. Wir haben miteinander die berühmte Berichterstattung über den sogenannten Sündenfall. Wir gehen rein in die ersten Persönlichkeiten, die interessanterweise auch in Hebräer 11 uns genannt werden, nämlich ein Mann wie Abel, eine Persönlichkeit wie Henoch in Kapitel 5, dann ganz wichtig für die Urvätergeschichte, natürlich die Noah-Berichterstattung von 6 bis 9, bevor wir dann mit 10, 11 Richtung Turmbau zu Babel in die abschließende Phase dieser ersten geschichtlichen Berichterstattung der Bibel kommen. Und dann kommt ein Break and Cut und dann geht es Richtung der Erzväter Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Allein schon im Wahrnehmen dieser Zweiteilung wird für uns was ganz, ganz Wichtiges sichtbar, auf das wir natürlich eingehen wollen, nämlich, dass Gott tatsächlich die Bibel so aufgebaut hat in seiner Offenbarung, dass wir begreifen, der Anfang ist als Universalgeschichte festgelegt. Es ist die Universalgeschichte, die für die gesamte Schöpfung und für den gesamten Kosmos und für alle Menschen gilt, 1 bis 11. Bevor etwas Faszinierendes kommt, Gott hat einen Fokus, Gott zieht ein Volk besonders heraus, er nimmt ein Volk besonders, nämlich das Volk Israel, und bildet mit ihm noch einmal eine besondere Geschichte, die als Heilsgeschichte in die gesamte Universalgeschichte wieder hineinwirken kann. Das ist natürlich etwas, was von Anfang an für uns schon augenöffnend wichtig ist zu begreifen. Und in dem, wie Gott da arbeitet, zeigt er uns ja, was für uns als Christen elementar wichtig und wesentlich ist. Man erfährt also, bevor man richtig in alle möglichen Themen einsteigt und bei David und den Königen und bei Jesus und Apostel und sonst wo landet, am Anfang etwas ausgesprochen Grundsätzliches, die Achsen werden gelegt. Was für Achsen werden denn da am Anfang für uns gelegt? Am Anfang wird für uns neben der Schöpfung, darauf gehen wir ein, und natürlich der Paradies- und Sündenfallgeschichte, deutlich, Gott arbeitet mit dem Prinzip der Erwählung. Gott ist ein wählender Gott. Ich hatte heute Morgen interessanterweise eine Unterrichtsstunde im Gymnasium zu halten, in dem ich für so Frage- und Beantwortungsrunde rekrutiert wurde. War hochinteressant, so die typischen Gott und Welt und alles Fragen, also hätte man einen Bibelkurs für mehrere Wochen draus machen können. Und eine der spannenden Fragen, und dann war schon Pause, wir sind nach der Pause haben noch weitergemacht, war diese Frage nach der Erwählung. Das ist natürlich etwas, was immer schon Christen und auch Juden fasziniert hat, dass unser Gott ein wählender Gott ist. Und das wird genau an dieser Grenze nach 1. Mose 11 klar. Gott wählt ein Volk besonders heraus, das Volk Israel. Und an Israel entdecken wir etwas Faszinierendes, was zu unserem Gott dazugehört, dass Gott souverän ist. Er kann das einfach so machen. Er muss überhaupt niemanden fragen. Er muss sich vor niemandem rechtfertigen. Er handelt so und mit seiner Wahl, die er trifft, macht er,
ganz wesentlich für unser biblisches Denken, einen Unterschied. Wir haben heute in unserer Kultur ein Riesenproblem mit einem Unterschied. Wir sind genau in dem Gegendrive. Wir versuchen, möglichst Unterschiede zu verhindern. Und Gott ist ein Gott, der einen Unterschied macht. Und das macht uns natürlich sehr nervös. Denn bei uns ist Unterschied immer verbunden mit Ungleichheit, ungerecht, unfair, nicht gut. Bei Gott ist das gar nicht verbunden mit Unterschied. So, wenn Gott einen Unterschied macht, dann dient das seinen innergöttlichen Zwecken und seinem Heilshandeln. Und er macht einen Unterschied. Er nimmt ein Volk heraus, tatsächlich, und unterscheidet es fortan durch die ganze Geschichte der Völker von anderen Völkern, von allen anderen Völkern. Und bevor wir ganz nervös werden, müssen wir schnell begreifen, dass zu jedem Unterschied setzen unseres Gottes zum einen natürlich die Erfahrung eines Privilegs darin gehört, richtig, der Erwählte ist der Privilegierte, korrekt, aber in der Wahl findet gleichzeitig auch eine Beauftragung statt. Und dieser Aspekt ist ganz, ganz wichtig für die biblische Erwählungslehre, wenn man das so bezeichnen will. Dass ich nicht nur privat als Erwählter, sei es das Volk Israel, sei es die Gemeinde, sei es der einzelne Gläubige, ein Privileg erlebe, für das ich nichts kann, das Gott so gesetzt hat in seiner Souveränität, sondern mit dieser Wahl, Israel, Gemeinde, Einzelner, findet immer auch Beauftragung statt, durch die Gott hineinwirken will in die Welt, zu der er einen Unterschied gemacht hat. So ist unser Gott. Fragt ihn später nach, warum. Aber das ist so sein Ding. Er arbeitet mit dem Prinzip der Erwählung. Und wenn wir mit Gott zu tun haben wollen, werden wir immer an das Phänomen der Erwählung kommen. Immer und immer wieder. Das ist ein Grundprinzip, mit dem wir es bei Gott zu tun haben. Und es wird gleich im ersten Buch Mose ganz klar deutlich. Universalgeschichte, Fokus endet in 1. Mose 11. Die Völkerwelten laufen weiter. Aber Gott greift in 1. Mose 12 heraus und setzt mit der Wahl den Unterschied. Und Unterscheidungen gehören fortan zu den Prinzipien unseres Gottes. Das macht Gott ja nicht nur bei Israel, der Völkerwelt. Gott unterscheidet zum Beispiel Geschlechter. Ganz, ganz wichtig. Und er hat überhaupt kein Problem, zwei Geschlechter zu unterscheiden, die für ihn verschieden sind. Gott unterscheidet zum Beispiel oben und unten, Himmel und Erde, etwas, was Nacht und was Finsternis ist. Überall merkt ihr, Gott arbeitet mit dem Prinzip der Unterscheidung, er liebt dieses Prinzip der Unterscheidung, ohne dass er in die Falle tappt, die in unserer Kultur überall aufgebaut ist, dass damit Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Nicht-Gutes bestimmt wird. Gott lebt mit Unterschied. Erste ganz wichtige Denkhilfe für unseren Glauben, das gleich im ersten Buch Mose sichtbar wird. Das Zweite, was ich gerne am Abend mit euch jetzt einführen, gerne teilen möchte, ist natürlich, dass unser Gott in die Geschichte der Menschheit und in die Geschichte seines auserwählten Volkes ein Phänomen insbesondere hineingelegt hat. Und dieses Phänomen, darauf weist der Hebräerbrief ja besonders hin, ist das Entscheidende, was Gott und die Gemeinschaft mit dem Menschen bestimmt, auch dem im Unterschied lebenden Menschen bestimmt, ist der Glaube. Der Glaube, das Glauben ist das ganz Besondere, auf das Gott höchsten Wert legt. Der Filter in Hebräer 11 ist ja faszinierend. In Hebräer 11 fällt ganz vieles raus. Der Fokus Hebräer 11 in den Versen, die über die ersten 11 Kapitel von Genesis berichten, berichtet ganz einseitig aus der einen Perspektive, wo finde ich Glauben? Wo finde ich Glauben? Das heißt, die Weltgeschichte und auch die Heilsgeschichte, die Israelsgeschichte, wird ganz stark unter dem Fokus gesehen, wo zeigt sich Glaube? Das ist ja eine ganz andere Wahrnehmung der Menschheit und der Wirklichkeit, als wir sie vielfach in unserem Umfeld haben. Und diese bewusste Wahrnehmung der Menschheitsgeschichte, der Schöpfung und des Menschen aus der Perspektive des Glaubens gehört von Anfang an zum ersten Buch Mose dazu.
Wer das begreift, merkt, dass Gott natürlich komplett anders tickt, als wir normalerweise in unserem alltäglichen Umfeld es in der Majorität erleben. Sein Fokus liegt auf, ist da Glaube? Ist da irgendwo Glaube? Gibt es da irgendwo Menschen, die mit mir in einer Vertrauensbeziehung leben? Ganz anderes Raster, merkt ihr es von Anfang an? Ganz anderes Raster, ganz anderen Fokus, ganz anderen Radar, als den wir normalerweise so vor uns haben. Entscheidend für Gott, für seine Schöpfung, für den Menschen, für die Menschheitsgeschichte, für ihn ist da Glaube. Denn, Hebräerbrief, Kapitel 11, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ein fundamentaler, ganz wichtiger, wesentlicher Satz, der von Anfang an natürlich die Sichtweise für Menschsein und für Gottes Beziehung beschreibt. Dieses Phänomen, das Phänomen der Erwählung und des Unterschieds, das Phänomen des Glaubens gehören elementar zum ersten Buch Mose dazu. Ihr werdet ihm immer wieder begegnen, wenn ihr so dieses Buch mit mir gemeinsam lest. Bei der Erwählung haben wir es schon gestreift. Ein nächstes Feld, was ich gerne am Anfang euch sagen möchte, zu dem Gott, der im ersten Buch Mose uns begegnet, gehört nämlich ein weiteres ganz wichtiges Feld, das Feld seiner Souveränität. Das Feld seiner Souveränität ist natürlich für uns immer wieder überraschend zu entdecken, hängt ganz nah mit der Erwählung zusammen, nämlich dass Gott in seinen Handlungen vollkommen autark ist. Das kommt ja schon mit dem ersten Satz der Bibel zum Tragen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da hat ihm niemand geholfen. Da braucht auch gar niemand. Da hat niemand mit zu beigetragen. Wir kommen am Morgen auf dieses Phänomen. Er ist vollkommen souverän, komplett autark. Er ist der allmächtige Gott und er ist einer Handlungsweise nicht zu übertreffen. Ich sage das deswegen ganz am Anfang, weil natürlich wiederum wir merken, dass wir normalerweise in einem Kulturraum sind, in dem alles nur relative Größen sind. Wir haben nur relative Größen. Überall, wo wir hingucken, relative Größen. Wir haben Machtsysteme, relative Größen. Wir selber sind eine relative Größe. Alles ist in Bezug, alles hat seine Einschränkung, alles hat seine Verlinkung. Alles muss in irgendeiner Art und Weise auf etwas anderes bezogen sein. Wir haben nur Relativität. Das haben wir in der Bibel, plötzlich den einen, der außerhalb dieser relativen Größen steht. Und natürlich, das reibt sich, das muss sich reiben. Es wäre ganz komisch, wenn es sich nicht reiben würde. Wenn es also nicht in einer Spannung stünde zu dem, was ich normalerweise in meinem Umfeld, was ja nicht von diesem Gott geprägt ist, dann erlebe. Ein souverän, ein autarker, ein völlig unabhängiger Gott führt immer wieder logischerweise zu Spannungen mit meinem Relativitätskonzept. Denn da muss er sich doch mir erklären. Da muss er sich doch mal anpassen. Da muss doch mal nachfragen, wie das wirkt, was er tut. Da muss doch mal bitte mit mir ins Gespräch kommen. Gott sagt, nö, muss ich nicht, kann ich, muss ich aber nicht. Ich bin souverän. In dieser Souveränität schiebt er einen Ismael zur Seite und setzt auf einen Isaak. In der Souveränität, wir wissen es, zieht er Esau weg und setzt auf Jakob. In dieser Souveränität kommen nachher von diesen 12 Söhnen des Jakob der Fokus viele, viele Jahrhunderte später auf einen Juda, der in der Rangfolge viel, viel später erst kam. Er ist der, der an dieser Stelle souverän handelt. So, das haben wir schon drei wichtige Markenzeichen, die zum ersten Buch Mose gehören, die für unseren Glauben extrem wichtig sind, wenn wir mit Gott, in Anführungszeichen, klarkommen wollen. Nämlich dieses Prinzip der Erwählung, der Unterscheidung mit der Berufung in dieser Erwählung, das Prinzip des Glaubens, ohne Glauben geht gar nichts, und das Prinzip der Souveränität unseres Gottes. Mit diesen Hintergedanken, wenn wir da reingehen in das erste Buch Mose, verstehen wir sofort, dass nach dem sogenannten Sündenfall natürlich genau diese drei Prinzipien, Glaube, Erwählung und Souveränität, immer und immer wieder zu Konfliktsituationen führen. Das führt letztendlich zu einer zweigeteilten Welt. Einer zweigeteilten Welt.
Die eine Welt, die eine Seite der Welt sagt, ich gehe auf dieses Konzept von Erwählung, von Souveränität und von Glaube rein. Und der andere Teil der Welt, die Majorität der Welt sagt, nein, bei dem Konzept eines souveränen Gottes, eines unterschiedmachenden, wählenden Gottes und bei einem Gott, bei dem Vertrauen die wichtigste Größe ist, sind wir nicht dabei. Das heißt, wir haben in dem ersten Buch Mose, unmittelbar nach dem Schöpfungsbericht, schon diese Zweiteilung, die fortan die Weltgeschichte bestimmt. Eine kleinere Gruppe, die Ja sagt zur Erwählung, zur Souveränität, zu Glaube, eine Majorität, die Nein sagt zur Souveränität, zur Wahl, zum Glauben. Von Anfang an entdecken wir, das muss zur Spannung führen, das muss zum Konflikt führen, das muss zu einer Auseinandersetzung führen. Es geht gar nicht anders, weil die Prinzipien, mit denen Gott operiert und die Prinzipien, mit denen die Majorität unterwegs ist, sind an vielen Stellen natürlich auf Konfrontation angelegt. So kommen wir zu dem Gedankengang zurück, dass wir sagen, ja, ist alles gut und richtig und klar, wir gehen um die Schöpfung und wir haben Adam und Eva und das Paradies und den Sündenfall und wir haben ein Abel, ein Henoch, ein Noah und einen Turmbau zu Babel, alles richtig, aber das sind ja alles Texte, die sind so dermaßen alt und lange her und wir müssen doch ganz kurz, wenigstens nur ganz kurz, ich will euch nicht nerven, es ist der erste Abend, aber doch mindestens zur Beruhigung mancher Gemüter, ganz kurz uns überlegen, wie kamen wir überhaupt an diese Texte? Wie kamen wir an diese Texte? Natürlich, ich weiß, keine Sorge, könnte man da jetzt so ein Semester alttestamentliche Theologie einführen. Wir machen also auch da jetzt nur die Elementarisierung von der Elementarisierung. Wir haben ja dieses erste Buch Mose bei uns in dieser Reihenfolge, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Das heißt, erst einmal steht über diesem großen Werk dieser fünf Bücher steht ein Name. Natürlich wissen wir miteinander, dass der Mose als historische Figur ganz, ganz wesentlich ist. Er taucht aber in der Geschichtsachse ja erst im zweiten Buch Mose auf. Da wird er erst geboren. Also zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Da können wir einfacher, ohne das jetzt lang thematisieren zu wollen, uns eine Autorenschaft, wie auch immer man die beschreibt, des Mose erst einmal denken. Rein zeitlich sagen wir nun, was ist denn mit den ersten 50 Kapiteln? Da war der Mann ja noch gar nicht da. Und damit kommt diese Riesenthematik der Entstehungsgeschichte der fünf Bücher Mose. Und ich glaube, dass viele von euch Religionsunterricht affin mal Begriffe gehört haben, die dann so Quellenscheidungsstichwort gesagt haben. Doch eine Ahnung vom Jahwisten, Elohisten, Priesterschrift, Deuteronomium. Wisst ihr das noch? Ah, da ein leichtes Nicken, gruselige Stirn, teilweise entsetztes Schweigen erlebe ich hier. Also ganz, ganz viel. Das heißt, man hat Theorien, oder das heißt noch besser, Hypothesen aufgestellt in den letzten Jahrhunderten zu unterschiedlichen Modellen, wie diese fünf Bücher Mose entstanden sein können. Die Grundidee ist, sie aus der historischen Welt einer Autorenschaft des Mose fast komplett rauszunehmen und natürlich wesentlich später erst entstehen zu lassen. In der Zeit des Nordreiches, in der nachexilischen Zeit, in anderen Phasen unter Jesajas Zeiten, in der Königszeit sind immer wieder Teile entstanden, unterschiedliche Systeme daran gearbeitet haben. Immer wenn Theorien, Hypothesen kommen, dann ist das Spannende, man kann ja beständig sie wieder verändern und umpuzzeln. Und je nachdem, wann euer Pfarrer Theologie studiert hat, hat er unterschiedliche Dinge rein aufgeschluckt. Das ist verständlich. Das geht ja dann immer wieder neue Welt. Man verliert auch den Überblick, was gerade eine gewisse Schulrichtung denkt. Das ist ein Riesending. Es gibt wirklich viele, viele Meter Literatur. Warum sage ich das? Ich sage das damit ihr wisst, ich weiß davon. Aber das hilft uns ganz gar nicht so arg weiter. Wenn wir nämlich ans erste Buch Mose rangehen, entdecken wir ein faszinierendes Strukturelement. Und das faszinierende Strukturelement habt ihr bei eurem Bibellesen im ersten Buch Mose alles schon entdeckt, nur habt ihr es wahrscheinlich nicht als Strukturelement erfasst. Das sind diese eigenartigen Formulierungen, die im ersten Buch Mose relativ häufig kommen. Dies ist das Geschlecht von. Dies ist das Geschlecht von, so übersetzt das normalerweise die Lutherbibel. Das Wort, was da steht, die Toledot-Formulierung, was da steht,
meint alles Mögliche, meint die Geschichte, meint eben ein Geschlecht im Sinn von einer Familientradition, einer Genealogie. Und dieses Wort ist nun tatsächlich in dem ersten Buch Mose erkennbar. Wenn ihr es wollt, schaut nach. 2, Vers 4, 5, Vers 1, 6, Vers 9, 10, Vers 1, 11, Vers 10, 11, Vers 27, 25, Vers 12, 25, Vers 19, 36, Vers 1, 37, Vers 2. Immer diese Formulierung. Dies ist das Geschlecht von. Hochinteressant, weil dahinter sich ein Phänomen verbirgt, das wir nicht nur aus den biblischen Entstehungsbüchern kennen, sondern auch aus der säkularen Umwelt der damaligen Zeit. Nämlich, dass man tatsächlich seine entsprechende Familiengeschichte geschrieben hat. Und abschließend, nicht startend, sondern abschließend hat man das eingefügt. Das ist jetzt die Geschichte von dem, was da geschrieben worden ist. Wenn ich das nehme, diese Toledot-Formel, kriege ich also ganz kleine historische Familienpakete, wo mir jeweils das Familienoberhaupt im Rückblick sagt, was von ihm zu übermitteln ist. Diese Familienpakete werden immer mit der Toledot-Formel beschlossen. Und das habt ihr ein Bild vor euch. Das erste Buch Mose besteht also aus solchen Paketen. Paket Adam, Paket Noah, Paket Sem, Paket Tara, Paket Ismael, Paket Isaac, Paket Esau. Und immer berichten die rückwärts von dem, was gewesen ist. Wir haben dummerweise die Formel so eingebaut in unseren Bibeln, dass es so aussieht, als wäre es der Doppelpunkt nach vorne. Wahrscheinlich muss man es aber als Abschlussformel nach hinten sehen. Aber egal, wir haben zumindest ein Strukturelement. Das heißt, ein Mann wie Mose bekam, wir würden sagen, lauter kleine Dateien. Lauter kleine historische Familienpäckchen. Bam, 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 bam. Baut sie vor dem großen Schreibtisch des Mose auf, hat die ganzen Päckchen. Und aus diesen Päckchen baut er hier das erste Buch Mose zusammen. Das einfachste, elementarste, schlichteste, unaufregendste Darstellung der Entstehung des ersten Buches Mose. Wer mehr dazu lesen will, die Entstehung der Genesis, Wiseman heißt der Forscher, der schon vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten diese Grundidee der Toledot-Formulierung, und die hat sich nicht überholt, da eben eingeführt hat. So, soweit für die, die ein bisschen nachdenken wollen, wie komme ich zu diesen Texten. Weiter ist natürlich bei diesen Texten noch wichtig, dass wir denken, den Anfang. Vom Anfang ist das schwierig. War ja niemand dabei. Weiß die Bibel übrigens auch. Sagt sogar Gott. Ihr kennt vielleicht diese wunderschöne Passage im Buch Hiob. Im Buch Hiob ganz am Schluss sagt das ja Gott, als er dann mit dem Hiob ins Gespräch kommt und dann ihn auf seine Begrenzung aufmerksam macht. Und er nimmt ihn dann mit hinein in diese Schöpfungsberichterstattung. Und bei der Schöpfungsberichterstattung sagt er dann in Hiob 38, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gründete? Das ist Satire pur. Ich habe dich da gar nicht gesehen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir das doch mal, wenn du so klug bist. Weißt du noch, wer damals das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Weißt du noch, wie ich den Eckstein gelegt habe, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten, alle Gottes Söhne? Wir hatten eigentlich das Meer mit seinen Toren verschlossen, als er rausbrach. Ich habe dich gar nicht gesehen hier. Es war ja gar niemand dabei. Das heißt natürlich, wir wissen miteinander, die ersten Texte, da gibt es keinen Zeitzeugen. Das heißt, wir haben hier das Phänomen, dass Gott das den ersten Zeitzeugen offenbart haben muss. Selbstverständlich. Kein Mensch.
war dabei gestanden, als Gott das tat. Wie heißt es hier in Hebräer 11? Durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Sie haben Weisung, prophetische Weisung von diesen ersten Kapiteln der Bibel bekommen. Und diese Offenbarungsgrundlage ist uns überliefert und gegeben. So, jetzt sind wir ja halbwegs drin im ersten Buch Mose. Und wenn wir halbwegs drin sind im ersten Buch Mose, dann erwarten wir also, wenn wir das jetzt drauf haben, dass natürlich wir in eine Textwelt hineinkommen, die uns auf der einen Seite die Größe und die Majestät unseres Gottes zeigt, von der Schöpfung angefangen, aber die gleichzeitig natürlich nur wie erfasst werden kann. Wie kann diese Welt nur adäquat erfasst werden? Und damit sind wir schon beim ersten Prinzip. Sie kann nur adäquat erfasst werden über ein Instrumentarium, nämlich über das Instrumentarium des Glaubens. Das macht uns der Hebräerbrief deutlich. Ohne Glauben stehst du, was die Anfänge der Welt angeht, in Bezug auf die Perspektive Gottes, vor allem nichts. Mit dem Glauben stehst du vor einer Offenbarungsgrundlage, die faszinierend ist. Durch den Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aber die Voraussetzung für diese Weltsicht ist Glaube. Was das bedeutet, welche Konsequenzen das hat, auch für uns in unserer Kultur zu leben, darauf wollen wir natürlich dann insbesondere morgen Vormittag eingehen, wenn wir miteinander dann anfangen, die ersten Texte aus der Bibel zu lesen. Und gleich der erste Satz ist ja dann schon der Hammer. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was für ein Satz. Mit Glauben, genial. Ohne Glauben, völlig daneben. Lad euch ein, morgen früh zum Bibellesen zu kommen. 10 Uhr wollen wir es tun. Wir beten miteinander. Lieber Vater, du hast uns eine wunderbare Grundlage unseres Glaubens gegeben, von der wir leben dürfen, einmal und immer wieder leben dürfen. Und wir danken dir, dass du uns ernährst durch deine Worte. Wir leben von deinen Worten, das wissen wir. Und wenn wir jetzt in den kommenden Tagen miteinander diese ersten Kapitel der Bibel auf uns wirken lassen wollen, dann bitten wir dich, dass du uns dadurch wohltust. Ja, wir rechnen mit dir, dem Unterschied wählenden, setzenden Gott. Ja, wir wissen von dir und deiner überragenden Souveränität. Und ja, wir haben begriffen, ohne Glauben ist es unmöglich, bei dir anzukommen. Deswegen danken wir dir am Ende dieses Abends und beim Einstieg in diese Freizeit, dass du uns Glauben, Vertrauen geschenkt hast, dass du uns diese Befähigung, diese Autorisierung gegeben hast, dich, deine Worte zu verstehen, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Danke sei dir. Amen. So, ich wünsche euch einen richtig friedlichen Abend. Erholt euch gut. Start ist gelungen. Wir sind da, wir sind angekommen. Euer Bett ruft. Wünsche euch irgendwann eine richtig gute Nacht. Schlaft gut bis morgen früh. Und natürlich verabschieden wir uns auch von denen, die im Livestream mit uns verbunden sind. Eine gute Nacht auch da bis morgen Abend. Wiederum 20 Uhr. Dankeschön.